Der Bitcoin ist von knapp 65.000 Dollar auf unter 20.000 abgestürzt, ist seit Monaten im Sinkflug, die gesamten Kryptos stark am Korrigieren, einige richtig im Crash-Modus. Und die Frage ist, wie geht's hier weiter beim Bitcoin? Wie geht's weiter nach dem Crash? Und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen und uns dazu zwei Faktoren anschauen. Wir werden uns einmal den Commitment of Traders Report anschauen. Das ist ein wöchentlich erscheinender Bericht, der von einer Behörde in den USA, von der CFTC, veröffentlicht wird. Und in dem müssen die oder werden die Positionen der verschiedenen Händlerparteien, die an den Märkten agieren, das sind kommerzielle Adressen, das sind Fonds, Hedgefonds, das sind auch kleine Adressen, kleine Spekulanten. Das sind Prop-Trading-Firmen, deren Positionen werden offengelegt in diesem Report und daran kann man die grobe potenzielle Richtung oder das grobe potenzielle Potenzial von Märkten eben heraussehen. Und es ist aber natürlich ein diskretionärer Ansatz, das muss man eben auch klar sagen. Es ist kein festes System, sondern ich muss natürlich da dann ein bisschen Glück und Geschick haben bei der Setzung von Stops, beim Ermessen von Bewegungen. Und das Zweite, damit wollen wir beginnen, das Zweite, was wir uns anschauen, ist der Fear and Greed Index für die Kryptos. Fear and Greed Index kennen viele aus dem Aktienbereich. Diejenigen, die Aktien handeln, werden da immer wieder drauf schauen. Das ist aus meiner Sicht der beste Sentiment-Indikator, weil er eben nicht nur irgendwie eine Meinungsumfrage macht, bei einer begrenzten Anzahl von Leuten, die sowieso eine bestimmte Bias haben, sondern hier werden insgesamt sieben Faktoren, die im Prinzip das Sentiment messen, also zum Beispiel sowas wie Put-Call-Ratio. Das ist ja eine eigentlich direkte Sentimenterhebung, die noch besser ist als eine Umfrage, weil ich bei den Put-Call-Ratios zum Beispiel sehe, wer hält denn jetzt wirklich was? Das ist nur ein Faktor. Dann haben wir dort also wir haben insgesamt sieben verschiedene Faktoren, die alle aussagekräftig sind hinsichtlich des Sentiments. Und das Ganze gibt es eben auch für die Kryptos. Natürlich noch nicht mit so einer gigantischen Historie, wie es für den Aktienmarkt der Fall ist. Bei den Kryptos ist die Historie überall natürlich viel kürzer. Das werden wir bei den CBT-Daten auch sehen. Aber was wir hier sehen können, ist, dass das Sentiment oder dass der Fear and Greed Index hier auf einem historischen Extremwert war. Wir sind hier jüngst im Juni, Juli, Ende Juni, Anfang Juli sind wir auf einem Niveau gewesen, was wir zuletzt im Herbst 2019 hatten. Und von dort ausgehend ging es ja in den Kryptos insgesamt sehr, sehr deutlich nach oben. Und insgesamt können wir sagen, oder allgemein können wir sagen, wann immer der Fear and Greed Index bei 10% war, hier, 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 hier und eben jüngst jetzt hier auch, dann war das eine ganz gute Zeit, um einzusammeln. Jetzt muss man natürlich auch da wieder klar sehen, das ist ein diskretionärer Ansatz, wenn ich sage, okay, das Sentiment ist im Extrem, ich steige ein. Der Unterschied zwischen diskretionär und systematisch ist, bei einem System zum Beispiel habe ich eine planbare, also bei den Systemen, die wir handeln, ich werde zum Ende dieses Videos noch was dazu zeigen. Da habe ich im Regelwerk der Strategie habe ich klare Einstiegsmodi, also wenn das und das gegeben ist, dann steige ich ein. Ich habe aber auch vor allem einen Verwaltungsmodus, sprich der Stop muss so und so weit entfernt liegen. Da geht es also nicht nach irgendwelchen, wo lagen hoch und wo waren tief, sondern der Stop ist eben dollarbasiert beziehungsweise volatilitätsbasiert. Und der ist fest vorgegeben. Und es ist auch die Haltedauer der Position vorgegeben. Und das habe ich bei diesen diskretionären Dingern nicht. Das heißt, das kann durchaus sein, dass mein Einstieg vielleicht vom Timing her nicht gut ist. Und dann muss ich gucken, wann stoppe ich aus? Wo ziehe ich die Reißleine? Steige ich dann wieder ein? Und wie lange halte ich denn die Position? Also wie weit soll es denn laufen? Das ist immer recht schwierig. Aber hier der Fear and Greed Index lässt auf das Potenzial einer größeren Gegenreaktion hoffen. Das schaut da also schon mal ganz gut aus. Dann schauen wir uns die COT-Daten an, Commitment Traders Report. Da gibt es jetzt mittlerweile nur noch den Micro-Bitcoin.
Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt vom Volumen her nicht gigantisch. Das kann man hier auch in den Zahlen sehen. Das sind Kontraktzahlen. Ich habe mal alles andere ausgeblendet, sondern nur die relevanten Händlergruppen. Das sind einmal die Leveraged Funds. Hier unten, diese untere blaue Linie. Da können wir sehen, dass sich der Markt grob, in der groben Tendenz, nicht in jedem einzelnen Fraktal, aber in der groben Tendenz mit den Aktionen der Leveraged Funds bewegt. Von hier nach hier, ich markiere es mal. Hier haben die Leveraged Funds Positionen abgebaut. Der Bitcoin ist tendenziell eher gefallen. Das absolute Tief war hier, das ist schon auch klar. Deshalb sage ich ja in der groben Tendenz, nicht in jedem einzelnen Fraktal, aber in der groben Tendenz haben die hier Positionen abgebaut. Bitcoin ist gefallen. Von hier bis hier haben sie Positionen aufgebaut. Bitcoin gestiegen. Von hier bis hier haben sie Positionen abgebaut. Der Bitcoin ist massiv gefallen. Die sind jetzt noch nicht auf dem niedrigsten Niveau der letzten Jahre. Insofern muss man da noch damit rechnen, dass es nochmal Verwerfungen geben kann nach unten. Daher ist aus meiner Sicht angesagt, wenn man in Bitcoin investiert, dass man ein bisschen Pulver trocken hält. Erstens ist es ein sehr volatiler Markt immer noch, der natürlich dann auch nochmal schwanken kann. Es kann sogar sein, dass man zwischenzeitlich mal die 10.000 wieder sieht. Das sollte man zumindest nicht ausschließen. Entsprechend wäre eine Planung sinnvoll, die dieses Szenario beinhaltet. Das heißt, dass man auf dem aktuellen Niveau, wenn man jetzt sagt, okay, COT-Daten und Fear and Greed Index, die deuten doch schon darauf hin, dass wir hier mal was machen können. Denn wenn man sich hier die COT-Daten, dieses obere Feld anschaut, dann sehen wir hier, dass das Managed Money, dass wir hier bei den Kleinspekulanten, das sind, fangen wir mal mit denen an, das ist diese blaue Linie, die Kleinspekulanten, das sind also Leute wie wir, die vielleicht einen Kontrakt handeln, die sind so gering investiert wie zuletzt im Mai 21. Und was damals passiert ist, der Bitcoin hat einen Boden gebildet, ist nicht sofort nach oben geschossen, sondern hat eine Bodenbildung über, ja, 2, 3 Monate eingeleitet und ist dann nach oben geschossen. Damit muss man jetzt eben auch rechnen, dass es vielleicht noch ein paar Wochen dauert, bis es dann wirklich durchzieht. Aber das schaut schon recht gut aus. Und gleichzeitig sind die Large Specs hier auch auf einem Niveau, auf dem es in der Vergangenheit immer Reaktionen nach oben gab. Also wenn die relativ hoch investiert waren. Hier ging es danach nach oben. Hier gab es eine Bodenbildung. Hier gab es eine Zwischenrallye. Und hier gab es auch eine kleine Gegenreaktion. Also, wenn man die COT-Daten und den Fear and Greed Index zusammennimmt, dann ist hier durchaus Potenzial gegeben. Das könnte auch schnell dann auf ja, Richtung 40.000, 35, 40.000 gehen. Aber das Szenario, dass es gegebenenfalls noch mal in Richtung 10.000 so einen Panikabsacker geben kann, das sollte man auf dem Schirm haben, denn es sind sehr, sehr viele Leute in den letzten 2, 3 Jahren in den Bitcoin reingegangen, auf Preisniveaus, ja, jetzt in diesen Gefilden und vor allem auch Leute, die sich gar nicht wirklich auskennen, weder mit Trading an sich, noch mit dem Bitcoin oder Kryptowährung im Speziellen. Und zumindest eines von beidem sollte gegeben sein, dass man sich entweder mit Trading auskennt, also mit den Prozessen, mit Ansätzen, wie folge ich Trends, wie handle ich Breakouts, wie muss eine Strategie aufgebaut sein mit Risikomanagement. Oder eben, ich muss wirklich tief in der Materie der Cryptocurrencies drin sein. Aber wenn beides nicht gegeben ist, dann sind nur Emotionen und Hoffnung das, was, oder halt dann in dem Fall Verzweiflung, was einen die Trades verwalten lässt. Und deshalb muss man tatsächlich, weil so viele kleine und wirklich unerfahrene Leute im Markt sind, muss man tatsächlich damit rechnen, dass es extrem laufen wird. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es nochmal einen Absacker gibt. Aber dieses Potenzial in Richtung 35.000 bis 40.000, das steht losgelöst davon auf jeden Fall hier fest. Das ist durchaus sehr wahrscheinlich. Wenn du systematisch agieren möchtest, wenn du also einen wirklich fundierten Ansatz nutzen möchtest, entweder um ein bisschen zu diversifizieren, weil du bei den Kryptos schon hoch investiert bist und weil du sagst, okay, ich möchte noch was anderes machen, oder weil du vielleicht auch feststellst, okay, ohne
eine Strategie, die einen klaren Rahmen hat, fällt es dir vielleicht schwerer. Dann könnte die Trading Class für dich genau das Richtige sein. In der Trading Class setzen wir gemeinsam, ich schule diesen Ansatz und setze ihn gemeinsam mit den Teilnehmern 12 Monate lang um, sodass man also auch eine Führung hat, dass auch die Fehler, die man eventuell macht, sofort ausgemerzt werden, beziehungsweise gar nicht erst zustande kommen, weil man eben sieht, okay, so wird es tatsächlich richtig gemacht. Wir haben dort in den letzten 8 Monaten wurden knapp 230.000 Dollar so um den Dreh herum erwirtschaftet, wenn man das Ganze mit einem Konto von 120.000 aufwärts gehandelt hat. Wenn man mit weniger startet, ist es natürlich dann nominal auch ein bisschen weniger. Das ist natürlich klar. Das muss dann runterskaliert werden. Und jemand, der mit einem größeren Konto handelt, kann es natürlich hochskalieren. Das ist auch klar. In der gesamten Historie konnte man auf 120.000 Dollar Startkapital 6,3 Millionen erwirtschaften. Und das ohne Wiedereinsatz der Gewinne. Es ist also nicht so, dass da irgendwo ein Zinseszinseffekt drin ist, sondern ohne Wiedereinsatz der Gewinne. Und das ist das, was wahrscheinlich interessant ist gegenüber dem gesamten zeitintensiven Handel, den der ein oder andere vielleicht betreibt. Das Ganze mit nur 3 bis 5 Stunden Zeitaufwand pro Monat, und die sind planbar. Davon sind, ja, ist im Prinzip der Hauptteil dieser Zeit, geht immer am ersten Handelstag des Monats. Da brauchen wir so 1, 2 Stunden, um die Orders zu platzieren. Und dann muss man nur noch mal jeweils kurz an den Rechner, wenn ein Stop zu setzen ist, beziehungsweise wenn eine Position glattzustellen ist. Das könnte man zwar auch teilautomatisieren, aber wir machen das manuell gemeinsam, weil nicht jeder diese Automatisierung vornehmen kann. Wenn du dich hierfür interessierst, dann kannst du dir einen Platz sichern und sofort starten. Es geht dann sofort los. Man kann hier jederzeit einsteigen, und Infos dazu sind unter diesem Video in der Infobox. Das war's für heute. Ich wünsche allen alles Gute im Bitcoin oder bei welchen Märkten auch immer. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.